Eishorror auf Autobahnbrücke in China. Gewaltige Eiszapfen schlagen wie Geschosse auf die Fahrzeuge ein. Ausweichen unmöglich. Am Ende der Brücke sammeln sich die demolierten Autos. Autoscheiben sind zerstört, die Wagen total zerbeult. Immer wieder sind die fallenden Eisbomben zu beobachten. Der Grund für die Gefahr aus der Luft sind die steigenden Temperaturen nach dem eisigen Wetter. Das Eis fängt an zu tauen und löst sich von den riesigen Stahlseilen. Die großen Stücke fallen zu Boden und werden zur frostigen Gefahr. Menschen werden hier zum Glück nicht verletzt. Die Brücke bleibt vorerst für Enteisungsarbeiten gesperrt.